bin Sarah und ich mache mich heute unbeliebt. Bisher habe ich auf diesem Kanal nur von Büchern geschwärmt, Bücher gezeigt, die ich liebe. Und heute habe ich mir gedacht, heute zeige ich euch Bücher, die ich nicht mag, die ich einfach nicht ab kann. Mal so, als Abwechslung. Ich wollte nur mal gesagt haben, alles, was ich jetzt in diesem Video sage, ist meine Meinung. Wenn ihr diese Bücher mögt, dann freue ich mich für euch, dass ihr diese Bücher gemocht habt. Ich greife euch weder an, dass ihr diese Bücher mögt. Ich beleidige euch nicht. Es ist meine Meinung. So, jetzt hätten wir das geklärt. Fangen wir mit dem Tag an. Frage Nummer 1. Ein beliebtes Buch, das du nicht mochtest. Fangen wir gleich mal mit dem härtesten der härtesten an. Das Buch, das ich einfach nicht gemocht habe. Ich würde sogar sagen, das ist das einzige Buch, das ich je gehasst habe. Zurück ins Leben geliebt von Colleen Hoover. Ich besitze dieses Buch nicht einmal mehr, weil jedes Mal, wenn ich dieses Buch sehe, kriege ich Aggressionen, weil ich dieses Buch sowas von nicht ausstehen kann. Tate ist einer der rückgratlosesten und dümmsten Protagonistinnen, von denen ich je gelesen habe, und Miles ist und war und bleibt das größte Arschloch, von dem ich je gelesen habe. Ich mag die Geschichte nicht, ich mag die Moral nicht, die dieses Buch rüberbringt. Ich mag einfach gar nichts an diesem Buch. Gar nichts mag ich an diesem Buch. Aufgabe Nummer 2. Ein verhasstes Buch, das du geliebt hast. Ich kann es nicht fassen, dass ich dieses Buch bei dieser Aufgabe zeige, aber es ist Origin und Opposition von Jennifer Armentrout. Diese zwei Bücher sind nicht wirklich verhasst, aber so viele Menschen... Entschuldigung, das Fenster ist offen, falls ihr irgendwelche Menschen hört oder Autos. So viele Leute haben gesagt, dass sie Band 4 und 5 am schwächsten finden, dass sie die Geschichte langweilig fanden, dass einfach alles doof war. Band 4 und 5 waren die besten. Band 4 und 5 waren einfach nur episch. Ich liebe Band 4 und 5 und ich habe das Gefühl, ich bin ganz alleine auf der Welt mit dieser Meinung. Falls ihr diese Bücher auch liebt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil ich will mich nicht mehr alleine fühlen. Wir haben noch zweites Buch und dieses Buch kann man wirklich verhasst nennen. Und zwar Paper Princess von Erin Wood. Bei Origin und Opposition kann ich es ja nicht wirklich verstehen, dass man diese Bücher hasst. Bei diesen Büchern kann ich es verstehen, dass man sich hasst, weil es gibt problematische Szenen. Es ist nicht alles moralisch korrekt. Das gebe ich zu. Aber ich liebe es einfach. Ich liebe dieses ganze Drama, dieses Überspitzte und es ist einfach so gut. Es unterhält mich einfach und deshalb liebe ich dieses Buch. Aber ich kann auch verstehen, dass ihr es hasst. Ich persönlich kann euch die Paper-Reihe nur empfehlen. Wenn ihr auf Seifenopern und Drama und Überspitztheit und einfach nur geniale Charaktere steht, lest die Paper-Reihe. Aufgabe Nummer 3. Ein Liebesdreieck, das deiner Meinung nach falsch ausgegangen ist. Falls ihr Touched von Corinne Jackson noch nicht gelesen habt, dann springt bitte zu dieser Zeit über oder stellt einfach auf Stumm, solange ich dieses Buch in die Kamera halte. Spoiler! Am Schluss von dieser Trilogie kommt Remy ja mit Gabriel zusammen. Aber Remy war am Anfang mit Asher zusammen und ich habe die zwei so heftig geschippt, Asher und Remy. Und im zweiten Teil wird Asher ja dann entführt und Remy kommt dem Bruder von Asher, Gabriel, näher, was für mich unbegreiflich ist. Das ist der erste Punkt. Ich habe nicht ganz verstanden, warum diese Lady sich in diesen Typen verliebt hat. Und im dritten Teil trennen sich Asher und Remy dann und sie ist mit Gabriel zusammen. Ich muss sagen, schlussendlich bin ich schon zufrieden, dass sie jetzt mit Gabriel zusammen ist. Ich verstehe auch, warum sie nicht mehr mit Asher zusammen ist. Aber dieser ganze Wechsel von Asher zu Gabriel, ja, war für mich nicht so gelungen. Deshalb zeige ich euch jetzt dieses Buch, weil ich habe kein anderes Liebesdreieck, das falsch ausgegangen ist. So eng. Nummer 5. Ein beliebter Charakter, den du einfach nicht ausstehen kannst. Jetzt muss ich gerade mega überlegen. Die meisten Charaktere, die geliebt werden, liebe ich auch. Wenn es jetzt ein Charakter, der von jedem gehasst wird, den du aber liebst wäre, dann wäre es America's Singer aus Selection. Aber ein Charakter, den jeder liebt, aber ich hasse. Ich habe mal so aufgeschnappt, dass sehr viele Leser Severus Snape mögen. Wie kann man Severus Snape mögen? Natürlich, er ist
irgendwie schon ein interessanter Charakter, aber ich hasse Severus Snape. Ich hasse diesen Typen so sehr, ich kann ihn nicht ausstehen. Er kann noch so eine große Charakterentwicklung durchmachen. Ich mag Severus Snape nicht. Er ist ein Mobber, er ist gemein und ich... Nein, 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 ich mag ihn nicht. Was war das? Nummer 6, ein beliebter Autor, mit dem du einfach nichts anfangen kannst. Oh, jetzt mache ich mich richtig unbeliebt. Der erste Autor ist... John Green. John Green! Ich habe von John Green 3 Bücher und eine Kurzgeschichte gelesen und keines dieser Bücher hat mich überzeugt. Keines dieser Bücher hat mich unterhalten. John Green ist nicht mein Mann. Das Schicksal ist ein mieser Verräter war okay, aber ich fand den Film um Welten besser. Marcos Spuren war zum Sterben langweilig, ebenso eine wie Alaska. Diese Kurzgeschichte aus Tage wie diese war okay, aber eben, John Green ist nicht mein Mann. Ich finde seine Charaktere zu abnormal, ich finde seine Geschichten irgendwie langweilig und ja, ich mag seine Bücher nicht. Und die zweite ist, wie man sich vielleicht schon denken könnte, Colleen Hoover. Ich habe von Colleen Hoover, glaube ich, auch 4 Bücher gelesen. Oder waren es 3? Ist ja auch egal, ich glaube 3. Ich habe Zurück ins Leben geliebt von ihr gelesen. Ich hasse ja dieses Buch, ihr wisst das. Dann habe ich ihr noch eine zweite Chance gegeben mit Finding Cinderella, was glaube ich diese Kurzgeschichte. Die war ganz okay, aber hat mich auch nicht wirklich vom Hocker gehauen. Und weil ich Laken liebe. Weil ich Laken liebe, wird ja in den Himmel gelobt. Das ist das beste Buch auf der ganzen Welt. Ja, ich fand es durchschnittlich. Ich fand es ganz okay. Auch nicht heraustragen. Colleen Hoover ist nicht meine Autorin. Okay, nein, ist sie nicht. Nummer 7, ein Buchschema, das du nicht mehr sehen kannst. Zurzeit ist es gerade dieses Dystopien-Schema. Wisst ihr, jede Dystopie ist so ein bisschen nach einem Schema aufgebaut. So die Rebellen und ein System will gestürzt werden und bla bla bla. Ich kann dieses Schema nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich letztes Jahr eine Überdosis an Dystopien hatte, aber ich kann keine Dystopien mehr lesen. Cat and Cold, das ist ja eine recht aktuelle Neuerscheinung. Ich habe den Klappentext gelesen. Ja, das klingt eigentlich noch echt cool. Und dann habe ich mich selbst gefragt, Sarah, was passiert, nachdem du dieses Buch gekauft hast? Ich stelle es in mein Bücherregal und dann wird es da wahrscheinlich für ein paar Wochen oder Monate oder Jahre dastehen. Und dann ist es vielleicht auf dem Aussortierstapel. Ich bin nicht mehr in der Dystopie-Phase. Ich bin so weit, dass ich sage, Dystopien stehen mir hier oben. Ich habe eine Frage ausgelassen. Nummer 4. Ein beliebtes Genre, zu dem du nicht greifst. Thriller und Krimis und einfach alles dieses mysteriöse, gruselige, unheimliche Zeugs. Weil ich muss zugeben, ich bin ein Schisshase. Ich bin so ein Schisshase, wenn es ums Lesen geht, ne? Ich habe Four With Me von Jaylin gelesen. Da gibt es ein paar unheimliche Stellen. Ich empfinde sie als unheimlich. Und ich hatte Albträume, nachdem ich diese Szene gelesen habe. Und nach Crown of Midnight, oh, das war so unheimlich. Und ich denke mir dann so, wenn ich schon bei diesen Büchern Albträume habe, wie wird es dann sein, wenn ich einen Fitzek lese? Wie wird es dann sein, wenn ich einen Stephen King lese? Ich werde nicht mehr schlafen können. Deshalb werde ich nie zu Krimis oder Thrillern greifen. Das höchste der Gefühle sind die Bücher von Jennifer Armstrong, Deadly Ever After und Dreh dich nicht um. Das ist das höchste der Gefühle. Nummer 8. Beliebte Reihe, zu der du nie greifen wirst. Okay, sag niemals nie. Ich habe auch mal gesagt, ich werde nie Harry Potter lesen. Und was ist jetzt? Ich bin der größte Potterhead, den es gibt. Okay, nicht ganz. Aber einer der größten, okay? Deshalb, sag niemals nie. Aber eine Reihe, die ich sehr wahrscheinlich nicht lesen werde, ist diese Royal-Reihe von Geneva Lee. Weil ich habe so viel Schlechtes darüber gehört. So viel Schlechtes. Da habe ich keinen Bock mehr drauf, ne? Die After-Reihe ist auch sowas. Irgendwie habe ich schon Interesse. Es reizt mich schon. Aber irgendwie auch nicht. Deshalb werde ich sehr wahrscheinlich diese Reihe in nächster Zeit nicht lesen. Und Aufgabe Nummer 9. Meistens ist es ja so, dass das Buch besser ist als der Film. Aber wo war der Film besser als das Buch? Ich fand The Fault in Our Stars, den Film, so viel besser als das Buch. So viel besser. Wo ich den Film auch besser fand, war... Oh mein Gott. Kann ich das sagen?
Die Tribute von Panem, The Hunger Games, Catching Fire und Mockingjay. Ich fand die Filme so viel besser als das Buch. Das hätte ich ja eigentlich auch bei Aufgabe 1 nehmen können, die Hungerspiele. Ich fand die Hungerspiele nicht so geil. Ah, Ballen, die Verfilmung von Angus Nachtmalone und Kate. Da hätten sie irgendeinen Blödsinn auf dem Bildschirm machen können. Es wäre besser gewesen als das Buch. Das Buch mochte ich echt nicht. Oh, jetzt kommen all diese unpopular opinions aus mir herausgeströmt. Ich sollte echt aufhören. Oh, ich sollte aufhören. So, das waren sie, meine unpopular opinions, was Bücher angeht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr für unpopular opinions habt und ob ihr die Bücher, die ich nicht mag, mögt. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.